Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Feed the Beast Light. Ich bin's, der Black, und ich baue immer noch an meinem Lagersystem. Aber zuvor fülle ich mal hier unten den Fertilizer auf, welcher ja hier das Wachstum beschleunigt und so. Das heißt, das rein, da muss ich leider alles einzeln machen, weil er sonst nicht alles mitnimmt so rüber. So, hopp, hopp und hepp. Da hätten wir hier unten schon wieder mal einen Haufenweise an Fertilizer drin. Entsprechend können wir mal wieder raufgehen. Wunderbar. Und, nee, brauche ich nicht aufladen. Komm. Stehen nicht mehr viele Saves. Da kann sie auch elektrisch bleiben. So, wir wollten jetzt nämlich noch ein paar Obsidian-Chests bauen, damit wir das Lager noch bis hinten rumgezogen bekommen. Mindestens 16 Stück brauche ich. Am Eisen haben wir schon angefangen. Bronze, war das die Bronze? Ne, das war andere Bronze, die wir da einsortiert haben. Habe ich die schon einsortiert? Muss ich jetzt mal gucken. Ne, halten hier nicht. Hier, entweder hier. Hier ist er nicht. Und hier hatten wir hier diese Bronzebahn. Alles klar. Diese Bronzebahn haben wir drin. Die andere Bronze haben wir auch mittlerweile drin. Dann passt das. Was ist das? Glowstone. Unser Lagersystem ist ja schon so halbwegs in Arbeit und funktioniert auch schon fast größtenteils. Lied aber raus. Einfach mal hier so, so, so. Wunderbar. Hier drüben wird fleißig irgendwas produziert, was auch immer es ist. Ja. Wird nur nicht abtransportiert, das ist mal wieder das Lied. Ich nehme es mal direkt mit. So. Okay. Lied hier hinten. Können wir gleich reinhauen. Platsch. Ist es weg. Wie weg, wie es so schön heißt. Daraus machen wir jetzt noch ein paar Dias. Hopp. Haben wir 6 Stück noch rausbekommen. 8 will ich nicht haben. Ich will ein paar mehr. Also ich brauche noch, ich hole mir noch mal ins Deck. Komm. Was soll denn der Geiz? Was soll denn der Geiz? Wir haben das Zeug doch. Wozu nehmen wir es denn, wenn wir es nicht einsetzen? So, alles voll. Und nochmal 8 Diamanten, sind 14. Ja, wird nicht ganz reichen. Ich brauche noch ein Stack. Ach komm, weißt du was? Flupp. Nee, nicht so viel. So. So, jetzt aber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und zapp. Jetzt haben wir 21. Ist okay. Muss erstmal reichen. Dann mit diesen 21 Dingens habe ich noch was Wichtiges vor. Nämlich diese 2 Golderz. Was wollen die noch hier? Können auch noch mit hier hinten rein. Flop. Haben hier nichts zu suchen. Ich wollte hier natürlich die Obsidian Chests mit Glas. Haben wir noch Glas? Glas, 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 Glas. Ach so, Quatsch, ist ja jetzt hier hinten drin. Und zwar in der Kiste, wo ich nicht so gut rankomme, weil da noch das Zeug davor steht. 31. Beziehungsweise ich brauche erstmal das Gold. Ich brauche erstmal das Gold. 64, 64. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Zack. 16 Goldchests. Naja, sind immerhin ein paar. So, diese 16 Goldchests machen wir jetzt mal in 10 Silberchests. Naja, auch das sind immerhin ein paar. Und die Silberchests kann ich auch noch in Obsidian verwandeln, wenn ich jetzt noch weiß, wo das Zeug, wo habe ich das reingehauen. Das ist nämlich noch nicht beschriftet. Pulverized Obsidian. Ja, das wäre da schon richtig. Hat es aber wahrscheinlich hier unten reingesteckt. Ja, weil hier unten war noch nicht beschriftet sozusagen. Das muss alles noch gemacht werden. Deswegen muss ich das alles nochmal rausnehmen und neu einsortieren. So, so, so. Bis auf natürlich die Chest. Die können wir noch direkt in Obsidian Chests verwandeln. Zap. Haben wir wieder 10 Stück. Damit kann ich dann quasi das nächste System anschließen. Sehr schön. Ich sortiere nur noch die Kiste hier richtig ein. So, so, so. Das raus, das raus, das raus. Das geht nicht raus. Okay. Dann eben nochmal. Rein, 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 rein. Das kann weg erstmal. Glas. Netherziegel. Netherzaun, besser gesagt. So, das was noch raus. Das und das und das.
Das weiß ich gar nicht, ob das raus muss. Okay, okay, okay. So. Damit wäre das Zeug ordentlich einsortiert, hoffe ich mal. Und wir können hier die nächste Stufe aufbauen. Dazu nehme ich mal den hier. Und öffne hier die Wand. Mal wieder. Kisten nehmen wir runter. Und klack, und klack, und klack, und klack. Klack, klack. Klack, klack. Okay, okay. Diese Kisten müssen wir noch austauschen. Beziehungsweise nicht austauschen, muss ich nur noch befüllen hier hinten, aber dazu brauche ich erstmal Filter, die ich hier hinten anschließe. Filter 1, Filter 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Auch diese Filter müssen wieder mit Tubes verbunden werden. Hep, 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 hep. Und so. Ich muss ja alle verbinden. Geht ja, ich bräuchte nicht jetzt falsch. So, okay, soweit sind wir. Damit hätte ich die hier schon mal wieder angebunden und jetzt muss ich gucken, dass hier kann da einsortiert werden. Machen wir gleich mal. So, nein, jetzt sagt er. Ja, das sollte eigentlich nie passieren. Ich muss ja erstmal verbinden, bevor ich sortiere. Da habe ich mal wieder nicht dran gedacht. Ich schlauer Fuchs, ich. So, jetzt muss ich mal gucken. Was brauchten wir nämlich noch? Wir hatten Redstone, wir hatten das, wir hatten das, wir hatten dort, wir hatten jenes. Wasserkabel brauchen wir nicht. Da hinten, das sortieren wir auch extra einzeln ein. Fleisch wäre das. Wäre Steak, wäre rohes Fleisch. Wäre Kartoffeln. Wäre Karotten. Wäre Äpfel. Hühnchen. Rohes Schweinefleisch. Hatten wir, glaube ich, schon, ne? Ne, das ist rohes Rindfleisch. Okay. Hier drüben müssten wir noch haben. Halt, lass mich mal hier an. Nicht hier. Gebratenes Schweinefleisch, genau. Gut. Das Zeug muss natürlich noch sortiert werden. Und das kommt dann halt einfach das ganze Futter hier oben rein. So. Also einmal ein Filter, ein Steak. Einmal rohes Rindfleisch, eine Kartoffel, eine Karotte, ein Apfel, ein Hühnchen, rohes Schweinefleisch, gebratenes Schweinefleisch. Eins hätten wir noch Platz, im Notfall könnte ich das auch wieder anders machen, dass das da hinpasst und so und überhaupt. Aber ist ja jetzt erstmal nicht notwendig. So gut, damit wäre hier alles verwurstet. Holz, machen wir Holz einfach. Wie mache ich das? Kies könnte dann noch hin. Ne, hier unten drunter machen wir Pflanzliches. Das heißt, Pflanzliches war hier drüben. Nehmen wir mal das raus. Das Apatit kann damit rein. Seerosenblatt. Ranken. Kakaobohnen. Weizen. Flaxseeds. So, machen wir erstmal die. So, also. Hier, das rein, das rein, das, 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 das. Lalalala. Was hat man noch? Blümchen, Pilzchen, die Pilze, Saplings. Wird wahrscheinlich die Kiste voll laufen, aber das ist jetzt nicht so wild. Haben wir ja irgendwo Dünger drin. Ich suche gerade, weil Dünger könnten wir da auch mit reinhauen. Das hier noch. Das hier auch ein Blümchen. Okay. Ja, der Kürbis noch, natürlich. So. Das ist alles Pflanzliches. Das heißt, hier war es, ne? Jawohl. Das heißt, das hier noch rein. Die Rose hier noch rein. Dann muss ich das hier wieder so machen, dass ich einmal abbaue. Oh ja, dahinter habe ich noch ein Dings, den muss ich dann abbauen. Einmal so. Habe ich ein Cover mit? Cover habe ich nicht mit. So, Marble, Marble, Marble. Ich muss nämlich meinen neuen Lager natürlich auch erstmal wieder zurechtfinden. Marble steht noch nicht dran. Hier sind auch noch ein paar Marble-Dingens. Das kann da hoch.
Also, machen wir einfach hinten ran. Klack. Und klack. Hier davor noch ein Filter. Klack. Zumachen. Und dann kann hier jetzt rein dieses Blümchen, die Pilzchen, die hier. Normale sieht es normalerweise auch. Ich habe jetzt gerade keine da, sonst würde ich die damit reinhauen. Glaube ich zumindest. Ja, sieht so aus. Okay. Unten drunter machen wir da die Mobtrops hin. Also unten drunter haben wir pflanzliche. Wir haben pflanzliches. Wir können noch die Farbstoffe extra sortieren. Oder wollen wir das machen? Ja, komm, Farbstoffe unten extra. Das heißt, wo hatte ich die? Das wäre ein Farbstoff. Wobei, ach komm, was soll's. Kommt damit oben rein bei pflanzliches, weil letzten Endes ein Pflanzenfarbstoff. Die anderen Farbstoffe sind größtenteils ja eh andere Drops, die irgendwo anders einsortiert werden. So, na gut, dann eben so. Also, hier kommst du hier mit rein. Okay. Was ist hier drin? Die Erde, der Kies, Seelensand. Ach so, Seelensand. Warte mal, Seelensand hauen wir noch unter. Das war, glaube ich, hier. Jawohl. Hauen wir hier noch mit rein. So, dann hätten wir Farbstoffe. Ich muss jetzt noch mal um die Ecke. Augenblick. Machen wir unten Mobdrops. Also Mobdrops wären erstmal das hier wieder raus hier, damit ich ein bisschen Platz bekomme. Mobdrops, was wären Mobdrops, was wären Mobdrops, was wären Mobdrops? Mobdrops sind einmal das, die Gasträne, Federn, rohes Hühnchen hatte ich glaube ich, Zombiekopf, Auge, Brain, Pulver, Knochen, Blumen nicht, das nicht, Eier, Leder, Zombiefleisch, du hier noch, Enderperlen und die Minium Stones können wir auch damit reinhauen. So, Punkt. Das war Schwarzpulver, Eier, müsste eigentlich hinhauen. Gucken wir mal, wie viel wir da hinkommen oder ob ich da auch noch einen zweiten Trichter ran setzen muss. So, das heißt hier. Gasträne, Feder, Zombiekopf, das, du, ich glaube, das wird ein zweiter Trichter. Jo. Also, machen wir hier auf. Setzen einerseits eines hier hin. Andererseits eines dahin. Oder beziehungsweise kann ich dann auch von außen machen. Geht vielleicht besser. So, einerseits hier hin. Da machen wir ran. Dann. So. Zweiter Trichter, zweiter Filter meine ich natürlich. Ich werde die ganze Zeit einen zweiten Trichter. Den hier hin. Und hier kommt dann das noch rein. Und das hier. Den Pfeil habe ich, glaube ich, auch vergessen. Okay. Oder? Ja. Wunderbar. Damit wäre das okay. Hier machen wir zu. Und schon ist das auch hier wieder ein bisschen versteckt. Und man sieht es im Prinzip nur dann, wenn man reinguckt. Unten machen wir Kies. Habe ich jetzt so beschlossen. Oh, Minium Stone und Scherbe. Ender-Dingens. Habe ich dann auch schon eingeschlossen? Nein. Nein. Hier. Nein. Siehst du, die müssen auch noch mit rein. Zack und zack. Und hier davor natürlich auch noch verbunden. So. Okay, ich könnte eventuell dann noch einen Rahmen drumherum ziehen, weil wenn man hier an die Seite vorbeiguckt, sieht man das noch. Aber das werde ich dann später entscheiden, ob ich da noch einen Rahmen mache oder einfach nicht. Wir werden sehen. Wäre vielleicht auch eine Option, das einfach noch einzurahmen. Das hätten wir. Wir haben jetzt Mobdrops. Die Kies wollte ich jetzt unten machen, ne? Kies. Hätten wir einmal hier Kies. Und, wo haben wir ne?
die hier auch noch mit. So. Ah, das dauert alles seine Zeit. Das ist nicht unglaublich, wie lang so ein scheiß Lager hier, wenn das richtig vernünftig macht, dauert. Obwohl das einfach das Gecrafte ja das wenigste fast ist. Achso, oben wieder mal. Hab und hab. Beide Stone-Dingern eingesammelt. 1, 2. 1, 2, so. Einsammeln. Dankeschön. Und dann machen wir es hier einfach genauso wie vorhin. So und so. Wenn ich es jetzt hier reinsetze, zack und zack, müssten die Kisten trotzdem aufgehen, obwohl das oben verschlossen ist. Quasi wie eine Treppe oder so. So, okay. Soweit sind wir. Hier war noch alles leer. Hier hinten hatte ich Kies und so weiter gemacht, ne? Ja, okay. Dann kommt hier oben in die oberste Kiste Wood. Und zwar erstmal Rubberwood. Eichenholz, Birkenholz muss ich noch von draußen holen. Mache ich dann gleich mal. Augenblick. Also Rubberwood, Eichenholz, die ganzen anderen Holzarten kommen natürlich auch noch mit. Blablabla. Oh, draußen ist dunkel. Im Dunkeln traue ich mich nicht raus. Machen wir lieber so. So, okay, wunderbar. Jupp. Müssten wir ja hier eigentlich. Eichenholz hatten wir, Fichtenholz, Eichenholzbretter und Birkenholz. Genau, das müsste eigentlich reichen. Was haben wir hier noch? Einen Haufen Sand. Komm, nehmen wir gleich mal mit. Sonst dürfte es ja nichts anderes geben. Genau. Okay. Achso. Ja, ich sag mal, einen Stack dann da. Nehmen das. Quatsch, kann ich da auch. Ja. Eins. Und dürfte ich noch haben. Fichtenholz noch so. Das so. So, da ich kein Tropenholz gerade da habe, machen wir das einfach anders. Und ich nehme das, was ich habe. Sonst könnte ich das Tropenholz auch gleich so mit einsortieren lassen. Aber das kann man ja später noch machen. Was du heute kannst besorgen, das schaffst du auch noch morgen. Wie es so schön heißt. So, also hier hinein. Dann kommt hier rein. Holz. Das ist schon drin. Machen wir das so. Ja, ach, das war Rubberwood. Toll. Rubberwood. Ich habe da Fichtenholz. Fichtenholz, okay. Diese hier verwandle ich jetzt noch schnell in Fichtenholzbretter. Birkenholzbretter. Lalalala, dann machen wir mal so hier. Fichtenholzbrett. Birkenholzbrett. Kann ich ja gleich mal hier. So, so. Und hier drüben müsste noch. Haben wir noch Eichenholzbretter? Schauen wir nicht. Machen wir mal so. Und Tropenholzbretter können wir auch so machen. Genau. Machen wir so. Eichenholz. Und du. Okay. Das kommt hier hinein. Und zwar Eichenholz. Und Tropenholz. Und unten wiederum. Das hier erstmal rein. So. Und unten wiederum jedes andere Gemüse. Also zum Beispiel. Nicht ganz unten. Ja. Zum Beispiel. Schilder. Und. Das. Und das. Und das. Und erstmal das raus. Das. Das. Einer reicht. So. Okay. Müsste das hier alles auch verarbeitet sein. Hier haben wir einsortiert. Hier dürfte größtenteils auch, aber das kann noch. So, machen wir so hier. Eine. Die kann auch mit unter Holz einsortiert werden. Die Steinstufe kann noch mit unter Stein. Ich glaube, die hatte ich nämlich noch nicht. Basalt Brick hatte ich. Das kann einzeln einsortiert werden. Sandstone Cover ebenfalls. Okay. Also gucken wir mal. Hier unten, nein, hier unten kommt rein. Das und das. Und noch vieles andere mehr wahrscheinlich. Hier unten. Beziehungsweise
Wo war denn der Stein? Wo hatte ich den Stein? Stein musste hier oben. Nein. Hier. Nein. Hier. Dann war Stein wahrscheinlich genau auf der anderen Seite. Genau, Cleanstone. Da kommt noch die Cleanstone-Stufe rein mit. So. Okay. Und ich würde sagen, den Rest, den machen wir dann in der nächsten Folge. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Es dauert immer solche riesen Mega-Projekte, aber es zählt ja nichts. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.